Willkommen zurück zu Worms Armageddon und wir sind heute schon in der 10. Welt. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Sagt das nicht immer der Dexter? Egal. Wir ziehen jetzt in Welt 10 und schauen mal, was uns dort erwartet. Offenbar hat sich der Feind neu formiert. Setzen Sie ihn mit Hilfe deiner Waffen außer Gefecht. Viel Glück. Drücke A, um fortzufahren. Hallo? Wir sind wieder zu viert. Verstanden! Wenn ich das richtig gesehen habe. Wir sind zu dritt. Nee. Was macht denn der Tom? Tom, kannst du mal bitte unter das Video schreiben, wo du bist? Bist du, Hallo? Mann. Ja. Nimm dir ein Beispiel an Luca, Tobi und Enti. Was machen wir denn jetzt? Das muss ja natürlich auch richtig scheppern hier. Ach komm. Wir haben eh sowieso genug Jetpacks. Komm in die Gänge! Crime, Mercy! So, schön im Baum rein. Ja. Ich möchte mich nochmal bei dem Patrick Megaman bedanken, weil der hat mich bei seinem Kanal in die Rechts-Favoritenliste getan. Ja, habe ich mich sehr drüber gefreut und. Ich hatte, glaube ich, auch schon drin vorher. Hallo? Verstanden! Ja. Ist auf jeden Fall eine feine Sache. Hast auf jeden Fall noch was gut bei mir. Den. Muss man ja ranzoomen, man sieht die Namen mal nicht. Den Duell werden wir jetzt erstmal. Schön ins Wasser boxen. Am besten mit der Flammfaust. Helm hat er zwar auf, aber wir hauen trotzdem mal schön ein vor die Möhre. Zack. So, dann waren es halt nur noch. Ist eigentlich unfair, 3 gegen 4. Finde ich. Aber in den späteren Welten, da ist es halt dann noch unfairer. 10 gegen 2 oder so, keine Ahnung. Such sweet success. Wer ist das? Oh, Luca. Luca darf nicht sterben. Luca darf nicht sterben, weil sonst haben wir keine LPs mehr. Uiuiui, was machen wir da jetzt? Ah, ich habe eine Idee. Wie wir Luca schützen können. Wir stellen uns einfach hier vor den Eingang und nehmen einfach mal Luftangriff. Ja. Der Wind unten links, wir haben übrigens Wind jetzt. Wenn ich jetzt so schieße, dann gleiten die Kanonen, die nach unten kommen, leicht. Also was heißt leicht? Das ist ziemlich starker Wind nach rechts. Oh, 3, 2, 1. Wir müssen einfach mal schießen. Könnt ihr jetzt sehen? Also die lenken sich dann mit der Windbewegung in die Richtung. War jetzt aber gar nicht so verkehrt. Ja, jetzt sind wir 3 gegen 2. Sieht das natürlich schon ein bisschen besser aus. Jetzt habe ich schon gedacht. Nicht den Luca, bitte nicht. Ich habe jetzt eine richtig geile Idee. Aber der Luca ist dran, oder? Luca? Hallo? Ah, Luca ist dran. Ey, dann mache ich es nicht. Dann mache ich es nicht. Das ist mir zu gefährlich. Ich würde sagen, den Luca, den tun wir erstmal ein bisschen schön schützen. Stellen wir uns erstmal schön im Bunker hier rein. Wir wollen ja nicht, ne? Entertainer, Tobi, der Hase, versteckt sich natürlich immer. Und Enti, das ist unser. Da muss halt einstecken. Verschwinde! Wir werden jetzt mit Tobi schön mal rüberfliegen. Würde ich sagen, ja. Jetpack. Und dann, ja, was ich vorhatte, genau. Was ich eigentlich mit Luca machen wollte. Aber wir haben kein Dynamit mehr. Oh Mann. Was machen wir da jetzt? Ah, es geht trotzdem. Hier. Ah, nee, es geht vielleicht doch nicht. Komm in die Gänge! Ich würde sagen, wir probieren es einfach.
auf 5 Sekunden. Ah, es könnte doch funktionieren. Es funktioniert. Sauber. Jawohl, jawohl, jawohl. Oh, Luca! Nein! Nicht Luca. Hoffentlich ist Lanze jetzt dran, weil sonst... Ja, Lanze ist dran. Das ist sehr gut. Ah, Luca steht gefährlich, weil wenn... Tobi war jetzt dran. Jetzt ist, glaube ich, Anti dran. Das ist eigentlich... haben wir eigentlich schon die... Den Baseballschläger. Hallo? Verstanden! Den Baseballschläger haben dann... Ja... Prima. Dann könnte man zum Beispiel... Überlege. Ja, wie ihr mitkriegt, sind die Parts jetzt schon ein bisschen länger. Ich würde sagen, wir nehmen den Baseballschläger und probieren es einfach mal. Und hauen mal schön... Ich glaube, das dürfte Luca jetzt keinen Schaden zufügen. Also zumindest nicht mehr als... Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Dafür kriegen wir 20 Münzen und... Ja, das war ein bisschen länger diesmal und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann schaltet wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao. Bis bald. Ah, verkackt. Egal.